Also schöne Grüße auch hier vom Bodensee, auch an alle zu Hause. Heute haben wir auch einiges vorgenommen. Und zwar, ihr habt ja natürlich bei kostenlosem Training jetzt alle mitgenommen, beziehungsweise mit teilgenommen oder vielleicht fast alle. Es war sehr, sehr viel Information natürlich in diesen 4 Tagen und eigentlich waren es die Grundlagen, die man tatsächlich gecheckt hat. Okay, so funktioniert's. Also die Zahl oder die Zahl heißt dies und jenes. Aber heute möchte ich ein bisschen noch weiterspringen. Und zwar, wir machen einfach mal einen Blick noch über diese Grundlagen. Wir haben begonnen jetzt diese Woche mit der Ausbildung zum Planetencode Coach. Ja, was kann man da überhaupt machen? Also Coaching heißt eigentlich Menschen abholen in erster Linie. Und man kann sich aber immer noch anmelden, weil wir sind gerade am Anfang. Aber heute geht es darum, die Arbeit eines Coaches einfach besser zu verstehen, beziehungsweise auch besser durchzuleuchten. Wie arbeitet ein Coach? Also wo holt er mich ab? Also was ist genau das Wichtige überhaupt? Ein Coach muss natürlich zuhören, also was die Fragen sind, beziehungsweise was überhaupt der Kunde wissen möchte. Aber auch natürlich sein Senf dazu geben und sagen, okay, hier sind deine Vorlagen und hier hast du die Möglichkeiten in diesem Jahr. Und ich habe mit euch heute echt was noch vor, zum Schluss. Da machen wir das auch, weil die Impulse in diesem Jahr, was kommt, 23, Marsjahr, sind echt speziell. Also vor allem, wenn man jetzt etwas Selbstständiges auf die Beine stellen möchte, ich sage jetzt, wie willkommen, das Jahr ist das Beste überhaupt. Dieses Jahr war schwierig, aber nächstes Jahr ist auf jeden Fall wie dafür geschaffen. Also mich würde natürlich jetzt freuen, wenn noch ein paar Leute noch dazukommen, die sagen, okay, ich möchte jetzt echt mein Leben verändern erstmal und doch Menschen abholen. Also heutzutage ist es einfach wichtig, die anderen eigentlich eher mehr abzuholen als sich selber. Für sich selbst kann man natürlich Planetencode immer noch nutzen. Aber nach meiner Erfahrung ist einfach mal so, in diesen letzten 3 Jahren, also es kommen immer mehr Beratungen, es kommen immer mehr Menschen, die einfach nicht wissen, wohin. Also und wir sind in der Lage, das Ganze zu verändern, vor allem mit dem Planetencode. Also und wenn du sagst, okay, ich habe meine Berufung immer noch nicht gefunden, ich möchte immer noch was verändern, ich möchte immer noch was bewirken, die Welt verändern, Menschen helfen, dann bist du genau richtig bei diesem Kurs. Also der Kurs, wie gesagt, geht 3 Monate, also in 3 Monaten bist du tatsächlich in der Lage, Menschen abzuholen. Und ich gebe auch das Beste dazu, dass man tatsächlich sagt, okay, Frage, so oder so, ich beantworte jetzt jede Frage tatsächlich auch im Chat, in den ganzen Calls, so das sind Live-Calls, die werden wir mehrmals machen, ich glaube, wir haben jetzt 7 Stück oder so geplant, wie immer, in 3 Monaten, das heißt, du kannst deine Fragen komplett entweder schreiben oder live stellen und man bekommt auch die Antwort, damit man die Materie auch versteht, also man muss sich eigentlich reinfühlen. Also das funktioniert. Also, jedes Jahr ist neue Energie. Das ist eine Sache. Aber die Energien, die basieren sich im Grunde genommen auf unserem Geburtsdatum. Oder? Das heißt im Endeffekt, alleine der Monat schon macht viel aus uns. Aber für alle gilt immer dasselbe. Also im Januar haben wir alle gleiche Energie. Im Februar wieder mal alle gleiche Energie und plus unsere Energie noch dazu, was wir natürlich im Geburtsdatum haben. Und also Januar, Februar, März, April und so weiter sind 12 Bilder, was wir für Planetenimpulse haben. Also das erwartet uns echt alle. Das ist eine Grundenergie plus natürlich unsere Energie dazu. Also durch unsere eigene Energie können wir sehr vieles verändern. Also dafür ist natürlich sehr, sehr kostbar, das ganze Materium eigentlich zu beherrschen. Das sieht man natürlich ins Detail. Also wenn man Januar sieht, also, da kommt jetzt die Datei für euch alle. Die könnt ihr danach wahrscheinlich auch noch herunterladen oder Jan kann es anhängen. Genau, Januar. Also, ihr seht ja hier ein Steinchen bei 2, bei 1 und bei 3 und bei der 5. Das heißt, wir haben einfach 1, 2, 3, 5. Das sind die Planeten, die aktiv sind in dieser Zeit im Januar 2023. Das ist eine Konstellation, die bringt mehr Sicherheit von einer Seite. Man kann Menschen abholen sehr gut, egal wer welches Datum hat. Aber man muss echt auf die Intuition hören.
Das heißt Kopf abschalten. Und da habe ich auch ein paar Tipps einfach mal dazu gegeben. Und eins, zwei zum Beispiel Kommunikation der Planeten, eben in der Reihenfolge. Also heißt eigentlich goldene Mitte finden, Sicherheit des Denkens, Optimismus und so weiter. Wenn man jetzt Februar anschaut, da haben wir ein bisschen anders wiederum. Auf der nächsten Folie, da haben wir doppelten Mond. Da haben wir einen Mars und immer noch einen Jupiter als sehr starken Regenten, weil der geht immer noch bis März. Das heißt, wir haben eine Kommunikation nur, 5-3. Das heißt, wir müssen optimistisch werden. Also optimistisch heißt, dass wir auch richtig optimistisch in die Zukunft schauen müssen, ohne Groll zu haben. Also und auch hier geht es um die Intuition. Wenn man jetzt auf März geht, also und das Bildchen eingeblendet wird, hier siehst du eine 2, also wir haben einen Mond sozusagen, wir haben aber doppelten Mars und wir haben auch noch immer noch bis 21. März Jupiter dabei. Also heißt eigentlich, wir haben diese drei Planeten im Petto, aber nur eine Verbindung und zwar 5-3. Immer noch optimistisch bleiben, immer noch nach vorne schauen, immer noch für sich was tun, sich weiterbilden, was auch immer, aber immer für sich was tun heißt eigentlich, dass man den Fokus auf sich selber richtet und nicht auf alle anderen. So, fokussieren ist wichtig in dem Monat. Dann, wenn man jetzt auf April schaut, haben wir ein bisschen andere Verteilung. Wir haben hier Mond, wir haben hier Mars, wir haben aber Merkur. Also Merkur ist 4, also 4. Monat. Das heißt, wir haben tatsächlich drei Planeten auch im Petto, aber Mars ist jetzt doppelt. Das heißt, es gibt keine 5 mehr, sondern es gibt jetzt doppelten Mars. Also und zwar, es geht um Anerkennung, also dass man die einsetzt. Es geht auch um intuitive Handlung. Also ihr merkt ja, dieses Jahr ist nicht für den Kopf, es ist mehr für das Herz. Also und man muss tatsächlich schauen, dass man auch in Fluss kommt in diesem Monat. Also man sollte auf jeden Fall mit Kommunikation ein bisschen mehr anfangen. So, dann haben wir Mai. Das ist ziemlich schnell in der Datei, könnt ihr auch danach nachschauen. Also im Mai haben wir 5, 2 und doppelte 3. Also 5 seht ihr immer noch, also von dem Mai, 5. Monat. 2 ist natürlich von 23 und doppelte Mars. Mars wird immer stärker. Also und da geht es immer noch tatsächlich um optimistisch zu bleiben. Sieht man immer noch dasselbe Thema über Monate hinaus. Passt auch zu dieser Zeit. Aber wichtig ist, auch hier muss man schauen, dass man neue Kontakte knüpft, dass man richtig nach vorne kommt, dass man Menschen erreicht und dass man natürlich neue Freundschaften schließt. Wenn man jetzt auf Juni schaut, 6. Monat, hier haben wir auch wieder mal Mond, doppelte Mars und einmal die 6, die Venus. Also es sieht auch immer noch ein bisschen ausgewogen aus, mehr oder weniger, aber größtes Thema ist Gespür. Also Herzchakra öffnen ist das Thema. Das sind die Themen einfach, die jeder hat. Also weil das ist jetzt nicht auf Geburtsdatum angeschnitten, sondern für uns alle gilt diese Information. Mars ist doppelt natürlich, da wird immer noch ein bisschen Druck gemacht von außen. Aber man muss bei sich selber bleiben und Bauchgefühl nicht vergessen. Dann haben wir Juli. Also bei Juli haben wir doppelten Mars, einmal Mond, einmal Saturn, also 7, 2, 3, 3. Sieht ja auch wieder mal anders aus, also jeden Monat sieht es anders aus. Aber es gibt eine Tendenz von 3 zu 7 nach der Kette. 3, 7 heißt, man kann tatsächlich Neues anpacken, wenn man alte Muster loslässt, also Kettenbrechen-Thema. Also alles loslassen, alte Muster abwerfen, neue Dinge vorsehen. Also und da kommt man auch nach vorne. Und man sollte eigentlich ziemlich viel anpacken in diesem Monat. Also Juli ist ein richtig guter Monat, wo man viel anpackt und viel natürlich Ernte haben kann dadurch. August haben wir doppelten Mars auf Mond und natürlich auch 8 August Uranus. Also hier geht es eigentlich um die Mischung, wo man um Familienleben ein bisschen Sorgen machen muss. Also weil Familie kann Glück bringen, wenn man sich abwendet, ist es eher ein bisschen schwieriger. So, dann Kommunikation ist 8-2, Vertrauen lernen und so weiter. September.
Es wird immer spannender, nämlich dieses Jahr. Und zwar bei September haben wir immer noch Mond natürlich, doppelten Mars und 9 Neptun. Es geht um die Kommunikation der Planeten, also dass man immer mehr Menschen erreichen kann. Wir haben 2 Möglichkeiten hier. 3 geht auf 9. Mars schießt sozusagen auf Neptun. Also durch Liebe handeln, nicht jetzt durch Hass, sondern richtig aus dem Herzen. Mitgefühl entwickeln ist das Thema. Und 9 geht auf 3. Es geht um mehr Glück, also quasi, dass man Menschen in sein eigenes Leben auch zulassen kann. Also da sollte man auch ein bisschen mit Familie sich beschäftigen. Oktober, der Monat 10, da haben wir 2, 1, doppelte Mars und 0. Wenn du jetzt genau hinschaust auf das Bild, hast du 1 auf 0, längste Verbindung überhaupt. Also das heißt, hier wird Karma verarbeitet. Hier kannst du auch mit Channeling was anfangen und so weiter, jeder Mensch. Also, das heißt nicht nur, wenn du jetzt ein Datum die Zahlen hast, sondern auch in diesem Monat wird der Kanal aktiviert. Man versteht auf einmal mehr. Also und Erkennung des eigenen Karmas oder eigenes Lebensweges zum Deutsch ist eigentlich hier das größte Thema im Oktober. Wir haben natürlich hier auch Ideenumsetzung sehr stark. Wir haben hier natürlich eigene Heilung, Aktivierung auch sehr stark. Also und hier in diesem Monat sollte man tatsächlich mit Meditation sich auseinandersetzen. November ist auch ein spezielles Thema. Schauen wir mal hin. Mond einmal, Sonne zweimal, Mars zweimal. Das heißt, wir haben doppelte Sonne, doppelten Mars und in der Mitte steht kleine Mondfrequenz. Wie eine Waage, oder? Sieht fast aus, also fast, aber nicht wirklich. Rechte Seite überwiegt an dem Bild. Aber hier ist das Thema eigene Kraft. Also, dass man sagt, okay, ich muss für mich da sein. Also, und alle, die im November landen, die müssen auf eigene Kraft achten. Jetzt nicht auf alle anderen drumherum, ob es jetzt Familie ist oder jemand, sondern auf dich selbst. Die ganzen Ideen müssen umgesetzt werden von dir. Deine goldene Mitte ist gefragt. Das wird ein schwieriger Monat sein. Aber es hat mit Sicherheit des Denkens zu tun. Und jetzt, Papa, jetzt kommt ganz was Spezielles. Dezember, schau mal hin. Wir haben eine Sonne, zweimal Mond und zweimal Mars. Hier ist alles ausgewogen auf einmal. 2 Impulse links, 2 Impulse rechts, eine in der Mitte. Und zwar, dieser Monat hat tatsächlich mit Ausgleich zu tun. Also dieser findet in deiner Seele statt, also wo man sagt, jetzt bin ich endlich mal bei mir, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann ich echt meine Ideen umsetzen, jetzt kann ich meine Heilung erleben, jetzt kann ich etwas für mich tun. Also in diesem Monat musst du echt schauen, dass du dich selbst beschenkst und das ist die beste Zeit für die Meditation. Die Detail